Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners, und heute habe ich hier eine Flasche, die ihr zuvor wahrscheinlich noch nie gesehen habt. Pass mal auf. Da da da! Ist die nicht cool? Penderyn, Brian Tafel, der fünfte, die Ikone von Wales Serie. Brian Tafel ist eine, man sieht auch ein Bild von ihm hier drauf, ist ein Sänger bzw. Schrägstrich Opernsänger, geboren 1965 dort in Wales. Und er hat natürlich am liebsten hier diesen Kerl gespielt, hier der Rolle von Falzlaff, ja, das ist hier vom Gaudi. Und ja, Ex-Bourbon-Fässern, wir wissen nicht wie lange, das ist ein neues Statement. Und Jim Murray hat diese Whisky hier zum European Whisky of the Year 2018 erkoren. Wow, also da muss ich schon sagen, das ist cool. Kleines bisschen habe ich noch. Und 96,5 Punkte ist nicht ohne. Das ist ganz, ganz cool. Also Pendere, vielleicht habt ihr schon einmal hier den Myth gesehen. Vielleicht habt ihr auch hier gesehen den normale Pandere. Ich muss hier die Flasche ein bisschen drehen. Mit dem Madeira Finish Single Malt Whisky. Wow, das sieht echt nicht gut aus mit meinen Fotos und meine. Ah, da könnt ihr es halbwegs hier sehen. Also, das ist auch eine interessante Abfüllung. Kommt auch irgendwann dran. Meine Frau hat die Flasche gesehen, sagt, will haben, will haben, will haben. Das ist ganz, ganz toll. Und das sollte ein bisschen der Charakter von dieser, nicht der Schauspieler unbedingt, sondern seine Lieblingscharakter, den er immer wieder gespielt hat, hier darstellen. Nämlich absolut auffällig, absolut hier ein Extrovertiert, absolut hier liebt mich, weil ich liebenswürdig bin. Also, seit dem 29. November 2016 gibt es hier diese Whisky, diese fünfte von dieser Reihe. Nummer 1 war Red Flag. Nummer 2 war Independence Pandera. Nummer 3 war der Dylan Thomas Abfüllung, habe ich mitbekommen. Und Nummer 4 war diese Try That, was irgendwie an mir vorbeiging denn da. Und das ist eine Distillerie, die ich seit 2016 dort in Wales, Prince Charles, the Prince of Wales, kam vorbei, hat diese Distillerie auch mit eröffnet. Und auf der Whisky Messe in Hamburg, der Hanse Spirit, hat mir hier Andrea tatsächlich mir diese Flasche geschenkt und sagt, hier, bitteschön, also das war seine Lieblingswhisky. So, Ex-Bourbon, sonst wird häufig mit irgendwelchen anderen Fässern gearbeitet. Lass uns sehen, wie gut der ist. 41%, also von daher, wow, also da muss ich schon sagen, da ist was Gutes da drin. Also sehr stark Vanille kommt da durch, also sehr viel Aroma. Eine schöne, schöne Whisky. Gibt es irgendwelche hier, gibt es irgendwelche Tasting Notes hier? Nein. So, oh here, the nose is smooth and creamy. There's notes of honey, vanilla, ice cream? Nee, Vanille-Eis habe ich nicht, aber Vanille habe ich. Und ein Hint von Banana Chips. Vielleicht doch, wer weiß. Und jetzt an der Palette, also am Mund. The experience, the well-rounded and rich and full of fruits, sweet apples, vanillas and a combining of nostalgic memories from a banana split. Ich weiß gar nicht, ob man das so kennt in Deutschland, Banana Split. Also die liebe ich doch. Ich habe sie schon mal gehabt, glaube ich. Man macht tatsächlich diese Banane in zwei. Mittendrin kommt dann drei Dinge mit Vanilleeis und dann kommt auf eine kommt ein bisschen Ananas, auf der eine kommt Schokolade und der andere kommt entweder Erdbeer oder dann Karamell. Also und dann isst man das auf mit Banane zusammen und das gibt eine Vanilleeis-Banane-Moment. Habe ich das? Das ist der, wow, der vierte
Jetzt ein bisschen. Ein tatsächlich ein bisschen Vanille und Banane. Wow. Ich weiß nicht, ob es ein Banana Split ist, aber cremig und Vanille und Banane. Wow. Lecker. Also, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Dieser Geschmack hat mich echt so überrascht. Oh ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie viele Panderas ich schon mal hatte. Ich weiß, das ist der vierte, fünfte, den ich hatte. Und bisher war ich nicht überzeugt. Also, der Myth finde ich irgendwie viel, viel zu jung. Also, der Mandere hier von Penderen finde ich noch nicht alt genug. Versuche diplomatisch zu sein. Der hätte auch noch 2 Jahre vertragen können. Und die haben eine einzigartige Faraday-Kupferbrennblase entwickelt, indem sie durch eine einstufige Potstill bis auf, ich glaube, 93% hochdestillieren und dabei sehr viel von den ätherischen Ölen irgendwie behalten. Und die in Wales, Pendere hat einfach mal gesagt, wir wollen etwas Einzigartiges machen. Wir sind nicht Scotch, wir sind nicht Irish, wir sind Welsh. Welsh also ist einfach in Wales und das soll anders sein. Und das haben sie gut hingekriegt, muss ich sagen. 70 € finde ich ein bisschen happig dafür. Gut, es ist eine neue Destillerie, es ist eine Reihe von. Und das hier, was mich am meisten hier stört, ist, das steht tatsächlich irgendwo hier drauf auf meine Kiste. Nummer 5 von, genau, hier steht ganz klein oben, von 50. Die werden 50 Einzelabfüllungen rausbringen. Also, das ist schon krass. Ja, also, Sammler, Menschen, sei gewarnt, will man wirklich von Pendera 50 verschiedene Abfüllungen haben, nur zum Sammeln, um zu sagen, jo, ich habe alle da mit. Wow. A series of special edition that celebrates Wales and the people throughout the world. Also eine besondere Edition, die feiert Menschen aus Wales und die Menschen denn dort auf die ganze Welt, die eine Erbe dort in Wales haben. Was gebe ich denn nun? Ich bin dabei, den eine solide 2 zu geben. Kein 2 plus, zwar kein plus plus, kein 1 minus, aber ein solide 2. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich noch nicht mal ein riesiger Fan, das ist wahrscheinlich mein Problem jetzt hier, von Bananas in meinen Whisky bin. Kokos finde ich besser. Banane ist irgendwie anders und nicht unbedingt das, was ich immer will. Vanille ist lecker. Und ich muss schon sagen, der ist cremig und der ist weich und der ist smooth. Aber der verdient einfach ein 2. Und ich glaube nicht, die anderen werden jemals drankommen. Also von daher, Leute, gut gemacht. Preis-Leistung circa 70 €. 3 minus. Also ich weiß, dass man mehr für die Flasche bezahlen muss. Also die Flasche alleine hat bestimmt aus meiner Sicht ist 10 € wert. Auch dieses hier, also ich merke gerade eben, das ist einfach nur draufgeklebt. Das ist kein Metallschild, sondern das ist einfach nur ein bisschen dicker Plastik, den sie draufgeklebt haben mit der Brine, Pferfel, denn da. Ist es nicht cool, einen eigenen Whisky zu bekommen? Also ich könnte es mal vorstellen, eines Tages denn dort Whisky Jason. Exclusive 9 Jahre alt Bourbon Whisky aus, keine Ahnung, aus der Speyside. Das wäre schon irgendwie, wow. Also würde ich cool finden. So, auch auf der Rückseite hat man hier der Importeur und so weiter. Es ist echt schwierig, das hier zu lesen auf diese rote Hintergrund, muss ich einfach hier bekennen. Ich will nichts machen, meine Frau muss die Flasche haben, sie freut sich darauf. So, ich habe denen einfach eine glatte 2 gegeben, 3 Minus von Preis-Leistung. Meins ist es nicht. Eine tolle Verpackung. Danke nochmal auch an Andrea, dass ich das haben konnte. War eine gute, gute Sache. The Welsh Whisky Company, non-chilled filtered. Alles ist gut. Eine schöne Sache. Nur ein Tick zu teuer, trotz Aufmachung. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Meine Frage des Tages ist:
Welche Flasche von Whisky findest du am kitschigsten? Haha, diese Frage hast du nicht erwartet. Vielleicht hast du schönste Flasche erwartet. Nein, die kitschigste Flasche Whisky, den ihr so kennt. Also, ich glaube, das kommt ziemlich nah dran. Also, ich weiß nicht, welche Flasche ihr so kennt, die noch kitschiger sind. Wenn du jetzt hier auch einen Link hier reinbringst, nimm deinen Namen oder nicht deinen Namen, sondern den Namen von der Flasche oder Whisky, tu es einfach mal irgendwie eine Verlinkung dahin, damit wir auch sehen können, die Flasche. Also, ich greife einfach mal hier dieses Whisky von The Barrel vom Nika, finde ich irgendwie putzig, die Flasche, aber nicht kitschig. Wenn ich jetzt hier einfach mal meine andere Flaschendesign, mein Elijah Craig 12-Year-Old habe, das ist ein tolle, tolle Flaschendesign. Aber welche Flasche ist am kitschigsten? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das Ding gewinnt, ja? Also, liken, abonnieren, immer wieder neu, auch auf meine Sample-Liste schauen, da kommen tolle Sachen dabei, da rein und dann auf Amazon irgendwas anders klicken. So, wenn du Bourbon hättest für mich, was ich noch nicht verkostet habe, hätte ich mal gerne, denn ich würde am liebsten immer einmal in der Woche wenigstens einen Bourbon haben, während ich alles andere hier verkoste. Und ich muss sagen, Bourbon sind langsam rar geworden in mein Feld, die ich bisher noch nicht hier vor der Kamera hatte. Danke, danke, danke Leute, dass ihr hier meine Videos liked und danke auch, dass ihr immer wieder reinschaut bei meinem Livestream, Sonntag 21 Uhr. Tschüss, bis dann. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners zusammen mit Andrea Caminici. Und wir reden heute über Pendaren aus Wales. Wow, es gibt Whisky nicht nur aus Schottland, sondern aus Wales. Wie kommt es da dazu, dass es denn auch dort in Wales Whisky gibt? Wales hatte eigentlich wie alle keltischen Nationen immer schon eine gewisse Tradition im Whisky. Ja. Tatsächlich gab es aber die letzte, naja, offizielle Distille in Wales im 19. Jahrhundert. Ja. Und Pendaren ist die erste seit über 100 Jahren, die dort jetzt Anfang des 20, 21. Jahrhunderts aufgemacht haben. Einfach nach dem Motto, warum nicht auch wir? Ja. Wir sind genauso keltisch wie die Iren und wie die Schotten und wir können auch mit Whisky umgehen. Super. Tja. Nun, was ist besonders jetzt hier an dieser Distillerie? Was mir gefällt, sie haben halt gesagt, wir sind Waliser, wir sind keine Schotten, wir sind keine Iren, wir müssen was anderes machen. Ja. Was macht man anders? Da haben sie hin und her überlegt und haben letztes Jahr eine ganz spezielle Brennblase sich entwerfen lassen, eine sogenannte Faradaysche Brennblase. Faraday, wie der berühmte Käfig, Genau. hat tatsächlich was miteinander zu tun. Der Mann, der ihn die Brennblase konstruiert hat, ist der Urgroßneffe oder sowas von dem Sir Henry Genau. Faraday, Ja. diesem berühmten Physiker. Ja. Die Brennblase ist im Prinzip eine Singleblase, eine Still, mit einem sehr langen U-förmigen Hals und dann einer zweiten Kolumne, Oh. wo der Whisky mehrfach durchläuft, immer wieder abgeblockt wird, zurückläuft und dadurch irre hoch destilliert wird. Ja. Die Schotten kommen mit der Zweifachdestillation auf 75, die Iren auf knapp über 80, sie destillieren bis 92% hoch. Wow. Sehr rein, sehr pur, sehr weich. Das ist das, was mir gefällt, wenn Nicht-Schotten sagen, wir machen Whisky. Wenn sie sagen, wir kopieren nicht einfach den Schotten, sondern wir machen was Eigenes. Super. Nun, es gibt verschiedene Ausführungen. Welche würdest du jetzt hier einen Anfänger einfach empfehlen? Im Prinzip sind alle Pendarins durchaus für Anfänger geeignet. Eben diese Weichheit, diese Milde, die sie da haben. Ihr Flagship sind die Abfüllungen, die mit Madeira-Fass gereift werden. Das ist auch was, was sie von Anfang an sehr stark gemacht haben, wo sie sagen, das ist unsere Spezialität. Ich persönlich bin ein großer Fan von Purheit. Ich liebe ihre Bourbon-Fassabfüllungen. In Bryn Terfel zum Beispiel. Großer walisischer Opernsänger, zu dessen Ehren reines Bourbon-Fass. Es gibt einen schönen Portwood, es gibt einen Sherrywood, aber wenn man sie kennenlernen möchte, wenn man verstehen möchte, was sie wollen, Legend oder in der Gold-Serie, die Madeira, das ist das, wo sie sagen, das ist unsere Aussage. Super. Ich bedanke mich ganz herzlich für diesen Interview. Es hat Gerne. endlich geklappt. Whisky Ja. Jason hier auf der Hansa Spirit zusammen mit Andrea Caminici. Ciao. Ciao.